Hallo da draußen und herzlich willkommen zum nächsten Special-Video des Orange and Black HTML Crashkurses. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Das ist unsere alte Seite. Und in diesem Video wollen wir jetzt lernen, wie wir eine zweite HTML-Seite an diese Seite anknüpfen können. Und zwar mit dem gleichen Design, aber mit verschiedenen Inhalten. Und das geht ziemlich schnell und das werden wir jetzt in diesen paar Minuten durchziehen. Wie immer haben wir das schon mal vorbereitet und ich zeige euch jetzt erst einmal, wie das am Ende aussehen wird. Ich wechsle also in den Tab für die vorbereitete Seite. Hier sehen wir jetzt erst einmal auf der sogenannten Home-Seite. Wir haben sie jetzt Home getauft. Vorher hieß sie einfach nur New Page. Jetzt haben wir also die Home-Seite und hier sehen wir erst einmal kaum Änderungen, alles beim Alten, abgesehen hier von der Navigation noch, wo wir hier nochmal den Home-Button haben, der uns dann später immer auf diese Seite hier führen wird, also auf diese Home-Seite führen wird, und den News-Button, der uns zu unserer neuen Seite führen wird. Und auf den klicke ich jetzt mal drauf, um zu zeigen, was uns erwartet. Und wir sehen, wir haben jetzt in die News-Seite gewechselt, hier oben steht jetzt auch News, und die Artikel hier haben sich geändert. Allerdings die Sidebar und das ganze Design und auch der Footer sind vollkommen gleich geblieben. Nur die Artikel haben sich geändert, sind jetzt also eher an die Kategorie News angepasst. Wie machen wir das jetzt? Fangen wir also erst einmal an zu überlegen. Beide HTML-Seiten sehen sich grundsätzlich extrem ähnlich. Das gesamte Design ist gleich, nur der Inhalt ist unterschiedlich. Aber wie wir gelernt haben, die Arbeit am Inhalt ist die absolut kürzeste Arbeit. Den meisten Stress, also Stress in Anführungsstrichen, hat man mit dem Design. Und deshalb werden wir jetzt auch ziemlich wenig Arbeit haben. Wir fangen nämlich ganz einfach an. Wir kopieren unsere alte Seite. Das hier ist die index.html, die Home-Seite, also diese hier. Und die können wir jetzt einfach kopieren und dann anpassen. Und dann müssen wir nur noch beide Seiten jeweils auf sich gegenseitig verlinken. Ziemlich einfach. Fangen wir also damit an, die Home-Seite, die index.html, zu kopieren. Wir kopieren und dann fügen wir sie einfach hier wieder auf dem Desktop ein und die nenne ich jetzt mal einfach news.html. Jetzt haben wir also eine index.html, die unsere Home-Seite ist, und eine news.html, die unsere News-Seite wird. Die erste Seite, also falls euch jetzt wundert, warum das nicht home.html heißt, aber die erste HTML-Seite, also die, die quasi der Browser als erstes anzeigt, wenn man auf den Server verbindet, heißt immer index.html. Das ist halt einfach so. Wir können jetzt also schon in Scriptly wechseln, unseren Editor, und mal gucken, was wir jetzt für Anpassungen vornehmen müssen. Wir haben hier also bereits unsere index.html drin und auch noch unsere style.css. Und jetzt fügen wir hier noch einfach unsere news.html per Drag and Drop hinzu. Und hier können wir importieren sagen. Wir sind jetzt also im Tab für unsere news.html und können jetzt anfangen zu bearbeiten. Wie wir vorher schon gesehen haben, grundsätzlich sah alles gleich aus. Außer größtenteils die Artikel. Und die können wir jetzt erstmal rauslöschen. Die ganze Section hier lassen wir bestehen. Wir löschen einfach nur alle Artikel erst einmal raus. Jetzt haben wir also nur noch hier unsere Sektion und können jetzt hier die neuen Artikel reinmachen. Wie gesagt, wie Artikel erstellt werden etc., das haben wir alle schon im Grundkurs geklärt. Wenn ihr das jetzt sehen wollt, klickt einfach auf das verlinkte Video, das seht ihr jetzt irgendwo hier. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zu dem Video für die Artikel, aber ich werde das jetzt einfach erst einmal einfügen. Ich habe jetzt hier den Inhalt von den Artikeln eingefügt. Den musste ich jetzt nicht selber schreiben, also wie gesagt, das ist ja alles schon vorbereitet. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geht, wie gesagt, hier oben das Video. Nachdem wir das gemacht haben, die nächste Änderung, die wir vornehmen, wir schreiben hier statt New Page erst einmal News rein. Das Gegenteil davon können wir auch in der index.html machen. Hier schreiben wir statt New Page Home. Wir befinden uns jetzt im Grunde genommen noch auf der index.html und hier müssen wir jetzt ja auf die news.html verlinken. Also gehen wir hier in unseren Navigationsbereich, also den hier, der also, wie ihr im Grundkurs gelernt habt, diese Zeile hier symbolisiert, also diese Zeile hier darstellt, und schreiben hier bei href einfach news.html rein. Also soll er die news.html aufrufen. Und hier soll nicht Link 2 stehen, sondern hier soll News stehen.
Hier muss, also beim ersten Link, da können wir jetzt auch nichts reinschreiben, das ist vollkommen egal. Aber hier schreiben wir jetzt nicht Link 1 rein, sondern Home. Und dann können wir hier bei der news.html das genauso machen. Hier müssen wir jetzt bei dem ersten Link die index.html eingeben und nennen den wieder Home. Also wir befinden uns auf der News-Seite und wenn wir auf den ersten Link klicken, der jetzt Home heißt, gelangen wir wieder zur index.html, also zur Home-Seite. Und beim zweiten Link können wir das hier wieder leer lassen, weil wir uns ja bereits auf der News-Seite befinden und schreiben hier einfach nur News rein. Diese ganzen Änderungen können wir jetzt erst einmal speichern mit STRG S. Dann wechseln wir in den Browser und gucken uns das Ergebnis an. Wir drücken hier also F5 und sehen, wir haben jetzt hier unsere Home-Seite. Die Links hier sind angepasst und wenn ich auf News klicke, sehen wir, dass alles identisch ist. Und wenn wir wieder auf Home klicken, kommen wir auf die Home-Seite. Und durch einen Klick auf News, auf die News-Seite. Alles ist so, wie wir uns das vorgestellt haben. Für alle die, die sich wundern, wir haben jetzt ja keine Änderungen in der CSS-Datei machen müssen. Wir mussten keine neue CSS-Datei schreiben und trotzdem ist diese News-Seite perfekt vom Design her an die Home-Seite angepasst. Und das ist halt das Tolle bei CSS. Wenn ich jetzt noch einmal Script hier öffne, kann ich das verdeutlichen. Wir haben ja hier die index.html und wir haben dieser index.html ja gesagt, dass es das gesamte Design aus der style.css beziehen soll. Das haben wir hier oben gemacht. Und da wir genau diese Zeile ja auch in der news.html haben, bezieht die news.html das gesamte Design aus der gleichen CSS-Datei. Und deshalb müssen wir das Ganze nicht noch einmal schreiben. Und das ist extrem praktisch. Wir können unendlich viele HTML-Seiten machen und die können allesamt vom Design her aus der gleichen CSS-Datei gespeist werden. Und das erleichtert die Arbeit wesentlich. So viel also von diesem Video von Orange & Black. Wir haben auf unserem Kanal noch vieles mehr außer HTML, auch wenn natürlich noch einige HTML-Videos kommen werden in der nächsten Zeit. Also, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert uns doch und bis zum nächsten Mal.